liebe BVB-Fans, Sondersendung des Quiz-Taxis. Wir haben ganz hohen Besuch. Unser Cheftrainer Peter Bosch ist bei uns. Und Hendrik. Grüßen. Hendrik. So, das Hendrik. Hendrik. Hendrik sagt man manchmal auch. Aber das ist die schöne Mädchen darf das aber sein. Hendrik ist einfach harmonischer, schöner. Wie oft stellte der BVB den Bundesliga-Torschützenkönig? War es 5-mal, 7-mal oder 12-mal? Einfach. Ist das einfach? Ja. Da kannst du doch sagen, wie viel das war. Die einfache darfst 7. Du erstmal. 12? Was? Wie, kannst du noch mal herholen? 5, 7 oder 12. 5, 7 oder 12? 5-mal. Und das ist richtig! Ah, Hendrik, hast du das nicht gewusst? Die zweite ist für dich, Hendrik. Die zweite ist für dich, Hendrik. Wie viele Tore hat der BVB in der vergangenen Saison in allen Pflichtspielen Bundesliga, Pokal, Champions League und Supercup erzielt? 99, 107 oder 113? Das wird einfach, das ist 107. Nee, 113, glaube ich. Alles zusammen, nicht? Alles zusammen? Ja. Ja, 113. Und natürlich. Euch. Und auch das ist richtig. Das war einfach. Wie viele Tore hat Ober von seinen 85 Bundesliga-Toren für Borussia Dortmund von außerhalb des Strafraums erzielt? Ist es A0, B1 oder C4? Das waren nicht viele. Ich denke 0. Es ist ja ganz interessant, dass man dann auch im Nachhinein dann vielleicht auch noch mal den Cheftrainer hört, ob er eine andere Meinung hat. Ja, ich habe schon eine andere Meinung. Dann sag sie mal. Da bin ich gespannt jetzt. Ja, ja. Ich glaube schon doch einmal. Aber es kann auch 4 sein, nicht? Nee, 1 ist richtig. Genau. Aber es konnte 4 sein, weil er hat eine gute Schuss. DFB-Pokal letztes Jahr. Gegen wen war das Spiel? Aber wir irgendwie nicht so. Jetzt vielleicht. Dembélé! Kein Tor! Dembélé! Pulisic! Tor! Tor! Reus! Tor! 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 Ausgleich in der 47. Minute! Marco Reus! Ja! 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 Also, weißt du, hast du eine? Ich denke, Hertha. Kann sein. Ja. Weil das war, am Ende war das Penalty-Schieße, nicht? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist jetzt die vierte richtige Antwort. Ich werde verrückt. Jetzt wird es allerdings ganz schwer. Und danach wird es wieder ganz leicht. Götze wieder mit einer guten Aktion, holt sich Klaut den Ball. Castro treibt ihn nach vorne. Castro, Götze, 25 Meter, Götze 20. Götze rechts raus, Brunnasen, hau ihn drauf! Und dann wird er abgefälscht von Gonzalo Castro. Und es heißt 1:0 für Borussia Dortmund. In der 44. Spielminute. Den machst du doch nicht. Du hast gesagt, war schwer, hast du gesagt. Vielleicht Lotte am Anfang? Nee. Nee? Leider nein. Also. Ich kann jetzt mal Union Berlin machen. Union Berlin. Und das hier werdet ihr erkennen sofort. Umhang von Guerrero. Reus 3 gegen 3. Marco Reus, 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 sucht noch Reus. Findet der Guerrero, bekommt den Ball nochmal zurück, leider in den Rücken. Dembélé, Dembélé schießt, nicht nochmal einen Haken, schießt ihn rein! Er schießt ihn rein, Borussia Dortmund! Ja! Das war Dembélé, der getroffen hat? Ja. Dann muss das doch... Ja, das kann gegen Bayern, das halbes Finale sein. Ja, das muss Bayern sein. Ja? Richtig! Sein. Wer von euch beiden hat mehr Länderspiele absolviert? Das ist für uns einfach. Das ist Peter. Der hat? Ja. 8? 8. 8. Ich habe nur 6. 5. 5. Haben wir. 8. 5. Der 6. Punkt. Wer von euch beiden wurde näher an Dortmund geboren? Almelo. Ist das näher? Ich denke schon. Ich glaube nicht. Ich sage Almelo. Ich glaube auch Almelo. Es stimmt, es sind 107 Kilometer von Alamo und Almelo. Almelo 130 und 128 Meter, 2 Kilometer. Ja, habe ich mir schon gedacht.
Wo sind wir jetzt? Ja. Nicht beim Trainingsgelände. Ach so, wir haben uns verfahren. Ah, ja. Ja, das ist. Aber die Jungs können schon anfangen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Beide, Henry und auch Peter, sind niederländischer Meister geworden. Beide haben 53 zu 15 Punkte gemacht. Wer hatte jedoch die bessere Tordifferenz? Oh, das ist einfach. Na okay, das sagen wir dann. Das war Henry. Ja, das muss Henry sein. Weil wir haben sehr viel das Saison mit 1-0 gewonnen. Also. Und die Antwort ist falsch. Falsch? Ja. Peter, du hattest plus 50 und Henry hatte plus 47. Das war die Sondersendung Quiztaxi mit unseren Trainern und ich bin begeistert.